Ja. Von ihm können wir erstmal eine Geste erlernen, nämlich verhöhnen. Wir können Gegenstände kaufen und handeln und mit ihm reden. How long was I sat petrified? Long enough for the old kingdom to have crumbled, I see. Why didn't anyone wake me sooner? Wahrscheinlich, weil sie dachten, dass du da gut stehst oder gerade stehst. I've never heard the name. Is that what they call this place now? Very good. Very good indeed. Also ja, er muss sehr lange versteinert gewesen sein, dass er Dwanglik nicht kennt. Obwohl das Königreich selber auch schon zerfallen ist. The cursed ones were imprisoned within this land. Of course, you came of your own free will. The people feared the cursed ones like a plague. Some people would rather keep dreadful things out of sight, out of mind. In the end, they swept them up and corralled them here. So very typical of meek minds, don't you think? Ja, also wie ich bereits mal sagte, die verlassene Festung hier ist angelehnt an das Asyl der Untoten aus Dark Souls 1. Und das hat er jetzt auch bestätigt. Man hat die Untoten, also die Verfluchten, wie er sie genannt hat, hier zusammengetrieben. Once people became aware of their own frailty, they seized anybody they found undesirable, cursed or no, and impounded them here. Whoever posed even the slightest threat was removed, all so that they could sleep better at night. They even turned the great Strayed into a stone. Ja, Strayed hält sehr viel von sich. Many kingdoms rose and fell on this tract of earth. Mine was by no means the first. Anything that has a beginning also has an end. No flame, however brilliant, does not one day splutter and fade. But then, from the ashes, the flame reignites and a new kingdom is born, sporting a new face. It is all a curse. And it is your cursed flesh that will inherit the flame. Ja, das ist das, was ich schon ziemlich am Anfang meinte. Wie er gesagt hat, Königreiche kommen, Königreiche fallen. So war es mit Lordwyn, so ist es jetzt mit Dwanglik. Und so wird es mit den anderen Königreichen davor gewesen sein. Und mit den Königreichen, die danach kommen, wird es genauso geschehen. Immer wenn die erste Flamme erlischt, fällt das Königreich. Und immer wenn sie neu entzündet wird, entsteht ein neues. Pyromancy was created by the ancient witch of fire. She harnessed the power of flame and melded it into pyromancy. The witch led her daughters into war against the old ones. But legends are legends. Jupp. What are you prepared to believe? Er muss aus einer Zeit gekommen sein, wo das noch aktueller war, nämlich der Kampf gegen die immerwährenden Drachen und die Hexe von Iselef. Oh, how long was I sat petrified? Long enough for the old kingdom. Why didn't any... Ja, und sonst sagt er jetzt dasselbe. So, wir können bei ihm Sachen kaufen, nämlich einmal die Sachen des Verlassenen. Immer wenn wir den Verlassenen töten, kriegt er ein zusätzliches Rüstungsteil hier vom Verlassenen. Also noch zweimal müssten wir ihn töten, dann haben wir alle vier Setteile. Die vier Verlassenen aus Aldias Festung zählen da übrigens nicht dazu.
Einmal hat uns der Verlassene ja am Drachenhorst selber getötet. Und zweimal haben wir ihn getötet bis jetzt. Naja. Wappenring lauernder Drache, absorbieren. Offener Ring, das ist auch eine ziemlich seltsame Sache, der offene Ring. Ein Ring, an den ein offenes Gefäß angebracht ist. Das Gefäß absorbiert unersättlich Seelen anstelle des Trägers, der davon nicht einmal ahnt. Alles hat seinen Ursprung in Seelen, doch woher kommt unser Hunger nach ihnen? Die Abstinenz von diesem Elixier könnte selbst die wahrste Huldigung an ein beständiges Selbst sein. Also das Ding kann man benutzen, wenn man im Spiel vorankommen will, ohne seinen Seelenpool zu erhöhen. Und ja, da sind Zauber. Sonnenlichtschwert haben wir ja bereits. Großen Blitzspeer, Offenbarung. Was macht Offenbarung nochmal? Macht den nächsten Feind oder eindringenden Finstergeist sichtbar. Brauchen wir auch nicht so unbedingt. Und wir können mit ihm handeln. Das heißt, wir können Seelen eintauschen bei ihm gegen Gegenstände. Zum Beispiel hier können wir die Drachenreiterseelen. Also die Drachenreiterseelen können wir gegen sehr viel eintauschen. Einmal gegen die Hellebarde, einmal gegen das Schild, einmal gegen den Bogen und dann war dann noch irgendwo ein Gegenstand. Ja, die Drachenreiter-Zwillingsklingen. Da wir zwei Drachenreiterseelen haben, könnten wir uns also zwei von diesen Gegenständen holen. Die meisten Sachen hier sind auch für eine Seele für zwei Gegenstände ausgelegt. Bis auf ein paar wenige. Zum Beispiel die königlichen Rattensachen. Nur einmal. Aber hier zum Beispiel Runenwächter, Skorpionseele und Weltstadtseele, die können wir auch für andere Sachen benutzen. Also wir könnten uns zum Beispiel Weltstads Glockenprügel holen. Was hätten wir denn noch? Ruinenwächter und Skorpionenseele. Mal gucken, ob wir was finden. Ja, hier ist die Unheilskönigin. Die müssten wir auch zweimal haben. Schmelzerdämon. Seele des Verfolgers, also der Pursuer, ist auch hier zweimal. Einmal sein Schild, einmal sein Schwert. Die Dehnwachenseele ist auch hier zweimal vertreten. Dreimal sogar. Einmal als Krümmungsschwert, einmal als gebogenes Schwert und einmal als Keule. Seele des letzten Riesen. Seele des Turmgargoyles. Habsuchtdämonseele, Gerippenfürsteseele. Taucht die auch hier auf? Ne, Skorpioninnenseele war das. Dann Drachenreiter, Sängerdämonen, Henkerswagen. Henkerswagen müsste aber zweimal da sein. Einmal als der Gegenstand hier. Genau hier, als Streitwagenlanze. Zu beachten ist dabei aber auch, dass einige Seelen bei Straight eingetauscht werden können. Und auch bei Omnifex heißt sie, glaube ich, die Rabenfrau. Ja, und er ist garstig mit uns, weil wir von ihm nichts kaufen wollten. So, nächster Abstecher ist die Lichtsteinbucht. Nehmen wir am besten den Kapellenzugang. Wir wollen nämlich zurück zu Freya. Und da können wir eine sehr nette Abkürzung nehmen, die ich damals das erste Mal gegangen bin, als ich hier durch bin. Nämlich einfach hier rüber hüpfen. So. Und hier einfach durch das Feld durch. Ah, du verfolgst uns noch, also schalten wir dich besser aus.
Wow. Tatsächlich selber runtergefallen. Nicht so gut. Hallo, Spinnen. Na kommt, Spinni-Spinn. Waren das schon alle? Jo. Bis auf die da oben, aber die können wir ignorieren. So. Ich habe hier die Fackel angemacht. Also nutze ich sie auch mal. So können wir leichter durch das Spinnenlabyrinth da navigieren mal wieder. Die Fackel hält ja auch lang genug. So, von da kommt eine und von da kommt die andere. Obwohl, wir können hier ein bisschen abkürzen. Und bei der Gelegenheit mal gucken, ob wir noch irgendwo was finden. Nö. Ich latsche einfach hier durch. Und guck mal, was mir so folgt. Aha. Einer von den Arbeitern. Die Spinnen scheinen keine so große Lust zu haben, mir zu folgen. Auch gut. Wir müssen nämlich hier hin. Man sieht da, wo dem Drachen der Spinnensapp aus dem Mund läuft. Oh. Hallo, kleine Spinnenarme hier. Kommt noch mehr? So, der Rest hat Angst. Da, wo dem Drachen der Spinnensabber aus dem Mund läuft, wo wir die uralte Seele vorher aufgenommen haben. Also ja, man sieht, das ist ein ziemlich großer Drache, der hier so rumhängt. Und wir können jetzt das hier untersuchen. Und eintauchen in den Nebel.